Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche soll es um Elektrotechnik gehen. Zu Beginn las ich etwas von einer Tischlerei oder Glaserei. Naja, zum Schluss kam dann doch die Wahrheit ans Licht. Um was es sich hier genau handelt und was hier so über die Jahre hergestellt wurde, das und vieles mehr erfahrt ihr wie üblich gleich von mir in den kommenden Minuten. Bleibt also dran und wenn ihr zukünftig noch mehr solcher Videos sehen möchtet, dann besucht gerne unseren Kanal und abonniert uns auf diesem Weg gleich mit, um zukünftig keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Nun geht es aber erst einmal rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch die heute brachliegenden Union-Werke. Anfänglich machte es den Eindruck, als ob die hier gezeigte Anlage aus mehreren einzelnen Gewerben bestand. Nun, das könnte zum Schluss auch so gewesen sein, zumindest rein theoretisch. Praktisch geht die Geschichte aber etwas anders. Und wo fangen wir da am besten an? Natürlich beim Urschleim. Wir schreiben das Jahr 1897, als ein gewisser Ferdinand Walter eine Spezialfabrik, die Walter Werke, eine Fabrik für elektrotechnische Apparate in Grimma gründete. 2,5 Jahrzehnte später, als die Firma am 2. August 1922 ins Handelsregister eingetragen wurde, muss es wohl zu Verwerfungen oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Walter und drei führenden Angestellten gekommen sein. Die Folge: Alle drei verließen den Betrieb und gründeten in Nauenhof eine eigene Firma, die Geburtsstunde der Union-Werke. Später zogen sie mit ihrer Firma in einen nur rund 10 Kilometer entfernten Nachbarort, wann genau das allerdings geschah, ist nicht bekannt. Über die ersten Jahre bis zur Nachkriegszeit findet man nur spärlich Informationen. Die Firma produzierte elektrotechnische Starkstromapparate. Vermutlich hatte man sich viel aus den Walterwerken abgeschaut. Das Wissen wird also vorhanden gewesen sein. Was man hier allerdings genau produzierte, bleibt ein Rätsel. Dazu fand ich keinerlei Angaben oder vielleicht sogar Bilder. Vielleicht habt ihr ja darüber Informationen.
Wie die Firma die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre überstand, ist ebenso ein Rätsel. Auch über die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg gibt es keine Informationen. Also folgt nun ein Zeitsprung ins erste Nachkriegsjahr 1946. Zum Erstaunen hatte es die mittelständische Firma spezialisiert auf Elektrotechnik über diese ereignisreichen Jahre geschafft und war nun neuen Problemen ausgesetzt. Vermeintlichen Volksentscheid vom 30. Juni 1946 wurde der Betrieb zugunsten Sachsens enteignet und der Industrieverwaltung Elektrotechnik Leipzig unterstellt sowie zugeordnet. Hinzu kam der Befehl Nummer 64 der sowjetischen Militäradministration, welchen ich euch gerne erklärt hätte. Allerdings sind diese Befehle so umfangreich durcheinander und unübersichtlich, dass ich es besser lasse, bevor ich euch etwas Falsches erzähle. Sinngemäß ging die Firma und deren Besitz im Zuge des Befehls in Volkseigentum über und wurde im gleichen Atemzug am 15. Oktober 1948 aus dem Handelsregister als Privatfirma gelöscht. Infolgedessen begann die Zusammenführung vieler ehemaliger einzelner Unternehmen und Betriebe einer Sparte als vereinigte volkseigene Betriebe. In diesem Fall die VVB IK mit Sitz in Halle an der Saale. IK stand übrigens als Abkürzung für Installationen, Kabel und Apparate. Derartige Abkürzungen sind ja in der DDR keine Seltenheit gewesen. Interessanterweise gliederte man die Union-Werke den IK Elektroschaltgeräten Grimma VEB an. Vermutlich dem Werk, aus welchem die drei Mitarbeiter heraus die Union-Werke gründeten. Das wäre doch eine unerwartet unfreiwillige Wiedervereinigung. Beachtet aber bitte, dass das nur eine Vermutung meinerseits ist. Zu den Walter-Werken habe ich in diesem Zusammenhang aber nicht weiter recherchiert. . 1950 wurde die Firma ins Handelsregister unter dem Namen VEB Elektroschaltgeräte Grimma eingetragen, jedoch ohne Betriebsteil, wobei sich dieser Betriebsteil hier nicht in Grimma befindet. Die Leitung übernahm die VVB IK Halle Leipzig. In den frühen 50ern änderte sich dann abermals die Hauptverwaltung sowie deren Sitz, aber diesen DDR-Kauderwelsch ersparen wir uns besser. Insgesamt entstanden mit dem VEB Elektroschaltgeräte Grimma gleich 5 Betriebsteile in verschiedenen Ortschaften. Das Hauptwerk befand sich wie unerwartet in Grimma. Dort war selbstverständlich auch die Werksverwaltung und Produktionsabteilungsverwaltung untergebracht. Hergestellt wurden dort Verteilungsanlagen, Motorschutzschalter, Ölschützer und Schaltkästen. Das Werk Nummer 3 war die Gießerei mit Putzerei, Formerei und Kernmacherei. Nun kommen wir zu Werk 2 und 4, welche sich beide in dem hier gezeigten Ort befanden. Während im zweiten Betriebsteil die Produktion für Steckvorrichtungen, Schaltkästen und Massenbedarfsgütern untergebracht war, befand sich im vierten Betriebsteil das Lehrwerk des VEB als zentraler Ausbildungsbetrieb der DDR für diesen Industriezweig mit Lehrwerkstätten, Betriebsberufsschule
und einem Lehrlingswohnheim. Im fünften und letzten Betriebsteil befand sich ebenso eine Gießerei, die ab 1957 in Betrieb ging. Die ersten Lehrlinge konnten ab 1955 hier ausgebildet werden. Ich vermute, dass es sich bei der hier gezeigten Anlage um das Lehrwerk handelt. Das würde viele Räume erklären, jedoch stellt sich dann auch die Frage, wo der andere Betriebsteil war. Auch ist nicht auszuschließen, dass beide Betriebsteile nebeneinander lagen. Auf jeden Fall gab es Räume, wo man unterrichten sowie übernachten konnte, aber ohne Aufschriften oder ähnliches ist es nach wie vor eine nur sehr wahrscheinlich zutreffende Vermutung. Insgesamt waren hier 1957 betriebsteilübergreifend, also in allen fünf Werken zusammen, etwa 1130 Mitarbeiter beschäftigt. In den darauffolgenden Jahren gingen die Mitarbeiter etwas zurück, blieb jedoch fast ausnahmslos konstant bei um die 1000. Gearbeitet wurde in drei Schichten, während man nicht nur das Land, sondern auch die Verbindungen ins Ausland wieder aufbaute. Die Rede war auch davon, dass man mehr ausländische Kollegen einstellte, aber ob das mit den Exporten zusammenhängt, würde ich fast schon ausschließen. Elektroschaltgeräte aus Grimma und den umliegenden Ortschaften kamen vor allem ab den 70er und den 80er Jahren vermehrt und sehr erfolgreich in den Export. Zu erwähnen sind hier Länder wie Afghanistan, Iran, Äthiopien, Bulgarien, Österreich, die Niederlande, die Türkei, Algerien, Jugoslawien und natürlich, wer hätte es gedacht, die große UdSSR, welche wohl mit Sicherheit Hauptabnehmer war. Am 1. Januar 1970 entstand der neue VEB-Kombinat Elektroinstallation Sondershausen. Das Kombinat umfasste gleich 9 Werke und deren Betriebsteile. Auch das hier gezeigte Werk, welches nach wie vor als Betriebsteil zum VEB Elektroschaltgeräte Grimma zählte, wurde dem neuen Kombinat zugeordnet. Warum man diese Werke alle paar Jahre als neue VEBs oder VVBs zusammenführte und nicht einfach so laufen ließ, ist mir jedes Mal wieder ein Rätsel. Es macht einfach keinen Sinn. 1979 warf man diese ganze Zuordnung wieder über den Haufen und gliederte das Ganze nun dem VEB-Kombinat Keramische Werke Hermsdorf an. Ihr merkt, Sinn und Unsinn liegen nah beieinander. Wieder einmal. Naja, DDR halt.
Diese ständigen Neuverwaltungen und Neuangliederungen sind schon nervig, aber vor allem unsinnig und heute oft schlecht nachvollziehbar. Nach der politischen Wende 1990 entstanden die Elektroschaltgeräte Grimma als GmbH neu. Eine weitere Vermutung ist, dass sich aus dieser GmbH die ESA, also die Elektroschaltanlagen Grimma, neu gründeten. Eine Firma, die es bis heute gibt. Leider gibt es dort aber auf der Firmenhistorie, ihrer Website, nichts zu diesem Thema nachzulesen. Die gründeten sich Anfang der 90er Jahre, aber von wegen VEB und so weiter, darüber liest man gar nichts. Wie es nun aber weiterging mit diesem Betriebsteil ist sehr schwierig. Dazu fand ich über diese gesamte Zeit eigentlich nichts. Der hier gezeigte Betrieb wird wohl zu tief in die freie Marktwirtschaft eingetaucht sein und fand damit seinen finalen Gegner in den frühen 90er Jahren. Allerdings muss hier weiterhin produziert worden sein. Vor Ort fanden wir eine Menge Glasscheiben, Rahmen, Fensterglas und Gummis, da war so einiges dabei. Vermutlich wird nach der Wende das Geschäft nicht gehalten haben und die anfangs erwähnte Glaserei zog hier ein. Solltest du zu dieser Anlage Informationen haben, dann schreib sie doch gerne in die Kommentare oder mir persönlich auf Facebook oder Instagram. Auf Google Erde kann man ebenso erkennen, dass sich hier noch einiges bis in die frühen 2000er tat. Aber auch hier keinerlei Infos und erkennen kann man über diese Bilder sowieso nichts. Zwischen 2018 und 2022 kam es hier ebenso zu einem Abriss auf dem Areal. Denkmalschutz ist übrigens ausgeschlossen, jedoch sind die Gemarkungen der Grundstücke recht vielfältig, womit ein kompletter Abriss daher wohl aufgrund der Besitzverhältnisse schwierig sein wird. Nebenan steht auch noch ein weiteres Gebäude leer, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Übrigens, die ursprünglich von Ferdinand Walter gegründeten Walter-Werke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 ebenso in Staatsbesitz bzw. Volkseigentum übernommen und später komplett aufgelöst. Kommen wir nun zum Zustand. Insgesamt muss man sagen, es gab hier und da beim genaueren Hinsehen und vor allem in den hinteren Räumen mehr zu entdecken als erwartet. Viele Unterlagen aus den jungen Wendejahren, aber auch ordnerweise Papier aus VEB-Zeiten. Leider hatte es über die letzten Jahre hier immer wieder gebrannt und die Feuerwehr musste mit teils dutzenden Kameraden hier zum Löschen antreten. Vandalismus, Brandstiftung, illegale Müllentsorgung, Kabelklau, also all das, was man nicht braucht und der Stadt ein Dorn im Auge ist. Mal sehen, wie das hier noch weitergeht. Die Frage, was man hiermit wohl machen soll, würde ich mir an dieser Stelle ersparen. Außer euch fällt was Sinnvolles ein, jenseits einer Beseitigung. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wie üblich, mit noch einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten, und verbleibe mit den besten Grüßen zur Weihnachtszeit. Habt ein paar schöne, entspannte Tage, lasst euch nicht stressen. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.